Vor den morgigen Inflationsdaten ist es vor allem Donald Trump, mein fünftbester Freund, der heute die Märkte bewegt mit Aussagen über Bitcoin und über Facebook respektive Meta. Ist ein bisschen dünn, was die Nachrichtenlage betrifft am heutigen Montag. Also hat man sich sehr stark fokussiert auf das Interview von Donald bei CNBC. Und das war positiv für Bitcoin, negativ für Meta. Was genau da passiert ist, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Er hat hier zunächst mal gesagt, okay, Tarife, also Tariffs, also Zölle. Er sei ein absoluter Anhänger von Zöllen und er würde dann starke Zölle gegen China erheben. So könne das nicht weitergehen, dass die Chinesen zum Beispiel in Mexiko ein Autowerk bauen und dann ganz entspannt mal Richtung USA exportieren diese Autos. Und dann auch die Frage mit TikTok, sagte er, also ohne TikTok würdest du Facebook noch größer machen? And I consider Facebook to be an enemy of the people, also ein Feind des Volkes. Das sind natürlich ziemlich harsche Worte. Die Meta-Aktie hat darauf nicht besonders positiv reagiert. Das zeigt, dass man so ein bisschen an der Wall Street natürlich damit rechnet, dass Donald Trump Präsident wird und dann schwere Zeiten eventuell für Meta und Mark Zuckerberg anbrechen könnten. Böse Zungen sagen, naja, vor kurzem hat sich der Mann mit einem Hedgefondsmanager getroffen, der 30 Milliarden in TikTok investiert hatte. Da habe sich dann seine Meinung ein bisschen geändert, weil der vielleicht ein wichtiger Wahlkampffinanzierer ist für Donald, ist aber unbestätigt. Und dann eben auch die Aussage, dass er Bitcoin nicht verbieten würde, wobei das ja die Biden-Administration auch nicht gemacht hat. Sichtbar vor allem dann in der Genehmigung der ETFs im Januar. Also von einem Verbot kann inzwischen kaum mehr eine Rede sein, nachdem man hier der Wall Street erlaubt hat, ETFs drauf aufzusetzen. Und dann hat er eben auch bei CNBC gesagt, he sometimes will let people pay through Bitcoin. Er verkauft er so Merchandise-Artikel selber, hat dann geschwärmt, dass manche Leute da auch in Bitcoin bezahlt haben und wie cool das sei. Wir haben jetzt in 7 Wochen gesehen, dass in diese iShares zum Beispiel, dieses Bitcoin-ETF von iShares, über 10 Milliarden Dollar geflossen sind. Das ist die größte Menge jemals, die in ein ETF in diesem Zeitraum geflossen sind. Das Gold-ETF, als es neu aufgelegt wurde, oder als es aufgelegt wurde, brauchte 2 Jahre, um ein solches Volumen zu erreichen. Also wir sehen die Frenzy, wir sehen FOMO und Bitcoin dementsprechend dann über 72.000 Dollar gestiegen. Damit jetzt eine Marktkapitalisierung, die einen Ticken größer ist sogar als Silber. Und eine größere Marktkapitalisierung als all das, was in Schweizer Franken unterwegs ist. Also praktisch die Schweizer Franken sind auch als sicherer Haufen mehr oder weniger überholt worden. Und vielleicht nur ein kurzer Einschub zu Donald respektive Joe Biden. Der hat nämlich heute ein 7,3 Billionen Budgetpaket angekündigt für das Jahr 2025, also dass der Haushalt 7,3 Billionen Dollar umfassen wird. Das würde dann bedeuten, die beiden Administrationen erwartet, dass die Staatsverschuldung der Amerikaner in 10 Jahren bei 45 Billionen Dollar liegen würde. So ist die Schätzung des Weißen Hauses. Allerdings dürfte das ein bisschen sehr konservativ sein, denn faktisch haben wir etwa alle 3 Monate, gute 3 Monate in etwa, alle 100 Tage, fügen die Amerikaner bei ihrer Staatsverschuldung mal 1 Billion noch mit obendrauf dazu. Hier rechts sehen wir, dass die Gesamtverschuldung von dem US-Staat, von Konsumenten wie auch von Firmen jetzt um und bei knapp unter der 100-Billion-Marke liegt. Und jetzt kommt Seth Donald, der ja nicht heute, aber es immer wieder schon gesagt hat, also ich werde Steuern senken auf breiter Front. Das heißt, er wird das Einnahmeproblem noch weiter verschärfen. Die Amerikaner haben richtige Probleme mit Steuereinnahmen. Kein Wunder, nachdem Seth Donald die Unternehmenssteuer ja auch gesenkt hat.
Biden hat kürzlich bei seiner Rede gesagt an die Nationen, dass er die Steuern anheben wolle für Unternehmen. Also die Wall Street dürfte da gar nicht so unhappy sein, wenn sie Donald dann an die Macht kommt. Aber nochmal zurück zu Bitcoin, meine Damen und Herren. Heute die Meldung MicroStrategy, die Firma von Michael Saylor, hat 12.000 weitere Bitcoin für 821,7 Millionen Dollar gekauft für einen durchschnittlichen Preis von 68.477. Und das Lustige ist, der Mann hat das weitgehend auf Pump gemacht, denn man begibt Anleihen, sogenannte Convertible Bonds, die dann von den Käufern dieser Anleihen in Aktien, MicroStrategy-Aktien, umgewandelt werden können. Und das ist wirklich ein geniales Ponzi-System. Der gute Mann hatte praktisch als einzigen Geschäftszweck Bitcoin zu kaufen. Nun ist aber der Aktienkurs, die Marktkapitalisierung von MicroStrategy um etwa 40% höher als der Wert der Bitcoins derzeit, die er gekauft hat. Das Ganze macht er noch auf Pump. Und das funktioniert wunderbar so lange, bis es eben nicht mehr funktioniert. Das funktioniert in einem steigenden Markt natürlich total gut, weil dann die ganzen Gierigen reinkommen und sagen, oh, MicroStrategy, die muss ich kaufen. Was allerdings übersehen wird von diesen Leuten, ist, dass Michael Saylor selbst, also der Firmeninhaber, praktisch jeden Tag Aktien verkauft, in den letzten Tagen jeweils immer 5.000 Stück, mal eben allein in den letzten Tagen mehr als 23 Millionen Dollar erwirtschaftet, seit Jahresbeginn 150 Millionen Dollar mal zur Kasse gemacht praktisch. Also die Investoren kaufen seine Aktien, er selber verkauft seine Aktien, und zwar praktisch täglich. Und der weiß auch warum, denn wenn Bitcoin einmal fallen sollte, dann kriegt er ein Riesenproblem, weil das Ganze vor allem auf Pump gestrickt ist. Das war praktisch im Vorfeld der 1929er Blase eben ein italienischer Einwanderer namens Ponzi, der ein ganz ähnliches System praktisch aufgebaut hatte. Und das geht immer schief, auch wenn hier ein Kommentator auf Finanzmarktwelt glaubt, naja, Bitcoin auf Pump kaufen ist nur dann riskant, wenn man nicht langfristig plant, wenn man die aufgenommenen Schulden erst in 5 Jahren zurückzahlen muss. Dann ist das überhaupt nicht riskant, sondern eine garantierte Vervielfachung des Einsatzes. Interessant, eine garantierte Vervielfachung. Also ich wüsste jetzt nichts, was irgendwie eine Vervielfachung des Einsatzes wirklich mit Garantie sein könnte. Aber gut, und interessant ist es, wenn immer mehr Unternehmen verstehen, dass Bitcoin kaufen das mit Abstand gewinnträchtigste ist, was Unternehmen machen können. Deutlich gewinnträchtiger als irgendwelche Produkte herzustellen oder Dienstleistungen anzubieten. Genau, wir alle werden dann in Zukunft nur noch Bitcoin essen und werden uns mit Bitcoin bekleiden und so weiter, weil alles andere lohnt sich ja nicht mehr. Hier sehen wir sozusagen diese Blasenmentalität, die total offenkundig hier in manche Köpfe reingekommen ist. Aber die Party geht erstmal weiter. Bitcoin wäre jetzt sozusagen die, wenn es eine Währung wäre, ist ja nicht wirklich ein Zahlungsmittel, also zumindest nicht breitflächig, die 13. größte Währung, hat damit den Schweizer Franken überholt. Kommen wir mal kurz zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Wie gesagt, morgen ja die Inflationsdaten, die werden wichtig. Und hier mal ein Blick, wie bewertet eigentlich die verschiedenen Aktien sind. Und außer Banken und Energie ist alles ziemlich, ziemlich, ziemlich teuer. Banken will derzeit keiner haben, Energie scheinbar auch nicht, aber sie wollen alle Tech. Da haben wir dann Price-Earnings-Ratios von 36, 26, Nvidia 73, Amazon 60 und. Gerade Nvidia ist natürlich der ganz heiße, die ganz heiße Geschichte. Am Freitag gab es ja nach dem Allzeithoch dann einen relativ starken Abverkauf. Etwa 10% vom Hoch ging es dann nach unten. Call-Volumina sind extrem hoch. Am Freitag ja der große Verfall. Und hier sagte JP Morgan geradezu hellseherisch, also es gibt ja eine gewisse Beziehung zwischen Nvidia und dem S&P 500. Und wenn jetzt also das bullische Investor-Sentiment und die Positionierung, alle im selben Boot, alle auf der Long-Seite, wenn das mal schief geht, weil die AI-Euphorie praktisch an ihrem Gipfel angekommen ist, dann könnte es unangenehm werden. Also da ist wirklich philosophische Erkenntnis am Start, meine Damen und Herren. Allein ein Drittel des Anstiegs in diesem Jahr des S&P 500 geht auf Nvidia zurück. Ein Drittel, eine einzige Aktie, muss man sich mal vorstellen. Gestern am Freitag
nicht gestern, sondern am Freitag, haben wir das höchste Volumen des Triple Q gesehen, also des Nasdaq, des maßgeblichen Nasdaq-ETF, seit dem Tief im Oktober, interessanterweise. Und wir sehen jetzt auch, dass die Call-Volumina auf einzelne Aktien so hoch sind wie zuletzt November 2021. Damals war das der absolute Rekord. Anfang 2022 ging es ja dann nach unten, als die Fed klar machte, ups, wir werden da Zinsen anheben. Jetzt haben wir, wie gesagt, ja den großen Verfall am Freitag. Und hier sehen wir mal eine Statistik. Wie schaut es eigentlich aus? Also in der Woche vor dem großen Verfall, da sehen wir eigentlich meist eine positive Entwicklung. Von den letzten 22 März-Verfallsgeschichten haben wir 17 positive, 5 negative, besonders dann der Donnerstag vor dem Verfall positiv. Die nächste Woche allerdings ist durchschnittlich oder historisch gesehen an der Wall Street immer relativ schlecht. Nur in 5 Fällen positiv, in 17 Fällen negativ seit dem Jahr 1986. Und der S&P 500, der könnte ein positives langsam gebrauchen, denn es geht hier um die Trendkanallinie, die jetzt zu verteidigen ist. Da sind wir nämlich dran. Böse Zungen wie King of the Charts, die sagen, das sei eine bärische Rising Wedge, also so ein Kanal, der nach oben geht und dann nach unten aufgelöst wird. Aber das sind böse Zungen, zumal wir sehen, dass nackte Panik inzwischen am Markt herrscht mit einem Fear and Greed Index von 62. Das ist also nur noch im mittleren Gear-Bereich. Das ist ja für das Jahr 2024 geradezu nackte Panik. Und wahrscheinlich sehen wir dann schon sehr bald Any Moment the Markets in Turmoil. Jedes Mal, wenn CNBC so Sondersendungen macht, ja, die Märkte in Aufruhr, dann war meistens ein temporäres Tief erreicht. Kommen wir nochmal zu Fed und Banken. Heute endet ja mit Ablauf des heutigen Handelstages endet das sogenannte Bank Term Funding Program, also das Notprogramm, das die Fed damals im Frühjahr 2023 initialisiert hat, um den Banken garantiert Liquidität geben zu können. Wir sehen, dass die Banken relativ schwach drauf sind heute. Die New York Community Bank mit minus 5%, aber auch andere Banken sind heute eher negativ. Die Frage wird sein, welche Auswirkungen hat das, wenn dieses BTFP-Programm nicht mehr zur Verfügung steht? Zumal viele Regionalbanken in den USA in diesen Gewerbeimmobiliensektor massiv investiert sind, dort massiv Kredite vergeben haben. Hier sehen wir mal jetzt, dass die Vacancy Rate, also der Leerstand von US-Büroimmobilien jetzt praktisch knapp unter der 20%-Marke ist. Das ist höher, als wir es in Corona gesehen haben. Also da sehen wir, dass offenkundig hier richtige Probleme sind. Und das Ganze wird deshalb ein Problem, wie diese Grafik hier zeigt. Wenn Sie mal hier auf das Jahr 2024 gucken, da werden riesige Volumina, müssen da refinanziert werden bei diesen Gewerbeimmobilienkrediten. Das bedeutet, dass die Eigentümer dieser Büroimmobilien praktisch dann mit der Bank nochmal einen neuen Kredit vereinbaren müssen, das zu sehr wahrscheinlich deutlich höheren Konditionen, als man damals eben vielleicht noch in Nullzinsphasen die ganze Geschichte hat finanzieren lassen. Also das wird ein riesiges Ding, was da auf uns zukommen wird oder auf die Amerikaner zukommen wird und auf uns zukommt morgen. Ja, die CPI-Daten, also die Inflationszahlen für den Februar. Wir haben hier heute im Vorfeld schon mal die Inflationserwartungen bekommen, die von der New York Fed ermittelt werden. Die einjährige Inflationserwartung bleibt unverändert, aber für 3 und 5 Jahre sehen wir, dass die Amerikaner beginnen, eine höhere Inflation zu erwarten. Unten sehen Sie mal die Erwartung der Banken für die morgige CPI-Zahl zum Vorjahresmonat, schwankt im Grunde zwischen 3,0 und 3,2% und würde damit weitgehend in dem Terrain verbleiben, was wir jetzt eigentlich gesehen haben, November, Dezember, Januar. Mal sehen, wie es reinkommen wird. Wichtig dann auch vor allem die Kernrate. Hier wird ein Anstieg von 0,4% erwartet. Ist schon heftig, 0,4%. Zumal wir ja auch im Januar schon eine relativ kräftige Kernratensteigerung haben. Also Inflation ohne Nahrung und Energie. Dazu morgen dann im Videoausblick nochmal mehr. Aber ein Punkt ist jetzt, dass wir sehen, dass die
Asking Rents wieder nach oben gehen, also dass sozusagen die angebotenen, wenn man, wenn eine Wohnung vermietet wird, dass die Mietpreise wieder deutlich beginnen zu steigen, dass da offenkundig das Tief eben auch erreicht ist, weswegen die Fed wahrscheinlich anders als die EZB, die es mit einer viel schwächeren Wirtschaft zu tun hat auf der einen Seite und dementsprechend, weil die Wirtschaft schwächer ist, auch mit einer latent zukünftig geringeren Inflation zu tun haben wird. Deswegen sagen manche hier, wie zum Beispiel Bank of New York Mellon, die sagen also, wir sehen bald die Parität in Euro-Dollar, weil die EZB eben deutlicher die Zinsen senken muss als die Fed oder deutlich stärker hier in Sachen Zinsen unterwegs sein wird. Und das wird bestätigt etwa durch Wirtschaftsindikatoren heute wieder Zahl der Insolvenzen in Deutschland mit massivem Anstieg, wie das Wirtschaftsinstitut Halle oder das IWH hier deutlich zeigte, da geht es nach oben und es ist wirklich, man schlägt die Zeitung auf, also hier für die Jüngeren, das ist bedrucktes Papier, gell, ihr kennt es ja nimmer, aber oder liest online, wie auch immer, dass unfassbar viele Firmen pleite gehen, jeden Tag mehrere, die sind insolvent, etc., etc. Und das Rückgrat der deutschen Industrie steht vor dem Ausverkauf, das sagte Bloomberg, die sich das Ganze mal angeschaut haben, mit Firmenlenkern gesprochen haben und sagen, viele dieser Firmenlenker sagen, so geht es echt nicht mehr weiter, das ist die erste Artikelempfehlung und die zweite und letzte, meine Damen und Herren, ist nochmal ein genauerer Blick auf die MicroStrategy-Geschichte mit dem Kauf von Bitcoin, dieses herrliche Ponzi-Schema, das die Leute so glücklich macht, solange es funktioniert, aber dann viele, viele Menschen wieder sehr viel Geld kosten wird, wenn das Ganze in sich zusammenbricht, diese beiden Empfehlungen. Also ich sage Servus und Ciao.